Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Rogue Galaxy. Hey, you were sleeping Und wir just now, sind gerade weren't dabei, uns mal hier so ein bisschen einzumischen in die Dan's the Dorfangelegenheiten. only one opposed to this. How many times do I have to tell you? Sacrificing yourself is insane. Come on, don't do this. Miri. It's all right. As long as it'll help everyone, I'll be okay. Don't you understand, Miri? You being sacrificed isn't going to help anyone. The Star God won't lift a finger for us. But I have to, or Lilica will get in trouble. That's not true! I know your sister doesn't want you to do this either. I wonder. You're sure about this? I'm okay with it, Miri. But after I'm sacrificed to the Star God and no longer around, will Lilica be able to make breakfast by herself? Will she know the right medicines to use when she's hurt? I wonder if she'll be all right without me. Well, I'll be going now. Miri, are you all right? I'll be fine. Take care, Chief. Miri. Well then, you be careful, child. Miri! Miri! Still trying to butt in, Cran? You're a warrior! Have some pride! Miri! We bequeath the maiden spirit to the altar of the Star God. Wait! Stop right there! This is a holy rite of the Star God. Don't interfere. Lilica! We have no other choice. This is it. A sacrifice! This isn't right. Leave them alone. It ain't our place to butt in. Let them deal with this problem on their own. But we just can't stand by and let this happen. We have to stop them. Let's go after them, Jaster. Oh, man. Why do I have to get involved? Tja.
warum müssen wir uns denn da einmischen? Das ist eigentlich wirklich deren Sache. Klar ist das nicht richtig, aber es ist halt... Ganz ehrlich, das ist so, als wenn man jetzt als Christ zu halt Moslems geht und versucht halt, sich bei derer Religion sich einzumischen. Also, es ist deren Zeug, nicht aber okay. Mischen wir uns trotzdem ein. Weil wir wollen das Richtige tun. Wenn wir, wenn wir aus Versehen jemanden töten, der eigentlich die, ein Gott sein soll, dann ist es halt so, dann passiert sowas. Wir können nichts dafür. Aber ich fand's so lustig, wo der gesagt hat, sei vorsichtig, Mira. Die wird geopfert. Das ist doch scheißegal, ob die dann vorsichtig ist. Soll sie vorsichtig sterben, oder? Remember, we're here for the booster oil, not the Star God. What? Hoch oder runter? Nee, es wird noch nicht mal gesagt, wo ich lang muss. Okay. Geh ich runter. Runter ist nämlich meistens immer falsch. Und wenn richtig, dann können wir später nochmal hochgehen. Oh, Gegner hatten wir ja schon lange nicht mehr. Here they come. Bastards. Is that all you got? Tja. Die anderen leveln fleißig mit. Das ist doch schön. We're not having the best of luck here. Ist das hier? Ein großer Wasserfall geradeaus. Wollen wir uns den großen Wasserfall mal anschauen? Let's go. Here they come. The bastards. Ich bin vergiftet. Das scheint eigentlich egal zu sein. We'll just have to do this. So. Wo führt uns dieser Weg hin? I'll take you on. Come on, try it. Ich glaube, gegen Endbosse kann ich noch nicht mal diese Spezialattacken machen, aber ich sollte sie, wenn, dann gegen starke Gegner machen. That's how you get it done. I wonder where Lilica and the others went. So. Ja, die Stundenzeit, die stimmt nicht mehr so ganz zur Stunde, jetzt 6 Stunden oder so. So viel ich weiß, kommt man hier später auch weiter, oder? I wonder how far we've gotten. Weiß nicht, irgendwo benutze ich noch richtig geiles Zeug. Wenn ihr durch den Wald laufen, bla bla bla, neue Rüstung und so weiter, ja. Was hast du denn Schönes? Ein Diamant? Was? Ein Kriegerachs für Lilica. Könnten wir jetzt schon mitnehmen? Nee. So, dann machen wir mal Enthüllung. Erstmal, was
was wir überhaupt brauchen. Also der hier braucht auf jeden Fall das Getränk. Und diesen Stein. Das kann ich ja schon mal einfügen. Ah, ich brauche auch diesen Stein. Also brauchen wir noch zwei Flaschen kaufen. Das ist ein anderer Stein. Aber auch diesen Stein hat er, okay. Also müssen wir davon auch noch mal einkaufen. Ah, so einen rubinroten Stein habe ich eigentlich nur einmal. Ne? Ah, da kann ich es auch sehen. Offene Orte 2. Und davon 4, also brauchen wir noch 3. Okay. Ich brauche noch mehr. Zum Beispiel davon 3 Stück. Und davon halt noch ein. Was man hier alles macht, um die Enthüllung bei denen voll zu kriegen. So. War hier sonst noch was? Nö, ne? Doch. Der blöde Diamant. Illusionsschwert. Blitz erlernt. Hier erlernt er noch was. Angriff plus 1. Auch einen Stein, oder? Naja, die braucht auch einen Rubin. Na, wir bekommen noch einen. So, jetzt haben wir wohl nichts mehr. Speichere ich nochmal. Man weiß ja nie. Immer besser mehrmals speichern. Denn hier gibt es ein Game Over anders als bei Dark Cloud. Bei Dark Cloud ist es nicht so schlimm. Da kann man speichern, wenn man halt irgendwas gemacht hat. Also wenn man irgendwas macht. Was risikoreich ist. So. Es ist schwierig reden und dann sich auf den Kampf zu konzentrieren. So, bist du ein Feind? Nein, okay. This isn't right. Bin ich hier reingeflutscht, wie komme ich wieder hier raus? Kommen wir gar nicht. Können wir was daraus? Oh, wir können daraus springen, okay. Wäre ja blöd, wenn wir da nicht mehr rausgekommen wären. So, dann gehen wir mal weiter. Hey, don't go off by yourself. Um Schaden zu nehmen. These guys. I need this.
Ich hab keinen Schaden genommen. Let's just leave it at that for now. Ich habe mich einfach ein bisschen rausgehalten. Scheint auch zu funktioniert zu haben. Sucks. Jetzt darunter. Here they come. Okay, die habe ich einfach mal vom Himmel geschossen. What a waste of time. Und Level up. So, hier geht's scheinbar auch nicht weiter. We're not having the best of luck here. Man kann es ja mal ausprobieren. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Don't fall behind, okay? Aber hier gibt's schon mal irgendwie neue Gegner auf einmal. Habt ihr ja gesehen, gerade so komische Raupe und noch was. Miri still hasn't been sacrificed, right? Ja, wenn's dich glücklich macht, dann da diese hier. Wenn es dich glücklich macht, dann machen wir, dann helfen wir dem Miri oder wie. Wie heißt die? Miri? Mira? Sauber! Wir haben es schon noch in 15 Sekunden geschafft. Was bist du? Nein. Nein, nein, nein. Den belebe ich nicht wieder. Nein, 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 nein. Everyone all right? Was? Ach komm! Warum Mimics? Mimic ist ja nicht das Problem. Das Problem ist One Hit. Diese Viecher sind für mich One Hit. Was über 100 Schaden macht und man hat nur zwei über 200 Hitpoints, ist für mich fast schon One Hit. Es ist sinnlos. Sorry, aber man macht eine Kiste auf und kann nicht mehr abhauen und dann ist man Game Over. Ich kann mich nicht erinnern, dass das damals so schlimm war. Woran erkennt man die Viecher? Sorry, aber woran erkennt man, dass das eine Mimik ist? Das sind die sinnlosen Game Overs. Das ist so, als würde man, ja, nachdem man eine Kiste aufmacht, ein Game Over-Bildschirm einfach sehen. Oh, du hast seit langer Zeit nicht gespeichert und hast die Kiste geöffnet. Dein Pech. Das ist... Ah, ich kann mich nicht dran erinnern, dass das damals schon so ätzend war. Also, habe ich damals schon gelevelt oder was? Alter. Alter, die hauen rein. Aber die sind schon richtig nervig. Ich glaube, ich kaufe mir später mal mehr Tränke. Ah. Was heißt eigentlich wiederherstellen? Bekommt man dann das Insekt oder...
ohne Schaden zu nehmen. Ah, fuck. Komm, mach mal Feuerschwert, mein Freund. Ich glaube, jetzt ist das sinnvoll. Irgendwas, was die Verteidigung erhöht oder so. Mist, gestanden? Ich dachte, er hätte mich getroffen. Okay. Das war eine Mimik, ne? Haben wir noch nie bekämpft. Oh, not these guys. Ist klar. Dann mach doch die Dreifachheilung. Jawohl. Macht ruhig eure Fähigkeiten, habe ich nichts dagegen. So. Schnell einsammeln hier. Oh, und jetzt bekommen wir auch noch Diamanten. Wow. Aber keiner brauchst du mehr. Aber vielleicht für später. Die sind immerhin 400 Geld wert. Ist die Währung hier Geld oder? Nee, 10. Ich gehe auch genau 10. Zen oder so. Alter! Okay, wir sollten hier nicht sein. Ich denke mal, wir müssen da hoch. Ja, Karte weg. So. Denn hier die Monster sind richtig stark. Das da ist eine Mimik, das wissen wir schon. Is there really such a thing as the Star God? Und der Part ist eigentlich schon wieder rum. Here they come. Here they come. Bastards. Nee, mach mal gar nichts. That was a cinch. So, jetzt da hoch. Wird ja kein Pfeil angezeigt oder sonst was. Here they come. Bastards. Everyone all right? Those guys were no challenge at all. Das mache ich, wenn ich gespeichert habe oder so. Kann ich eigentlich so speichern? Nee.
Wo haben wir denn eigentlich die Pistole? Na, Grab Rosse? Sonst haben wir keine Pistole. Können wir sie auch nicht verschmelzen. Egal. Let's find a path to the altar. Ein Weg zum Altar. Ja, hoch müssen wir, wenn, denke ich mal. Come on, try me. Ah, komm jetzt. Hey, you guys better be pulling. Kein Problem mehr für uns. Oh, we're done already? Man kann zum Glück schon im Bildschirm weiterlaufen. Sollte man auch machen, dann hat man weniger Gegner vor sich wahrscheinlich. Aber so schnell kommt sowieso kein Kampf zustande. So schnell hintereinander. I've got a good feeling. Let's hurry. Gutes Gefühl. Ne, das ist ein Speicherpunkt. Wo ich den Part auch beende. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Sveneta.